Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Hey, meine Liebe, mein Lieber. Eure Resonanz auf die letzte Folge mit dem Geld war so durchschlagend, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss mehr dazu sprechen. Es braucht mehr Infos zu, wie Geld funktioniert für uns, wie Geld auf der Welt sich verhält. Oh mein Gott, das reimt sich gleich dreimal. Ich möchte heute über die feminine Geldwunde sprechen, weil das die Wunde ist, die Blockade in uns ist, die Geld wirklich fernhält von uns, weil sie nicht in der Lage ist, Geld zu genießen. Ja. Warum heißt das Ganze feminine Geldwunde? Warum nenne ich es so? Weil das eine Wunde ist, die in der Polarität im Feminin zu finden ist. Das Feminin steht ja für alles, was fließt, alles, was passiv ist, alles, was Genuss ist, alles, was Liebe ist, alles, was sanft und weich ist, alles, was sich so fließend bewegt. Das ist der Geldfluss. Es gibt natürlich auch maskuline Geldwunden, aber wenn wir in die femininen Geldwunden reingehen, dann kommen wir nicht vorbei an dem Punkt zu erkennen oder uns zu fragen, kann ich mein Geld genießen? Und das ist meine erste Frage heute an dich. Genießt du dein Geld? Und damit meine ich gar nicht, ey, du musst irgendwie 2.000 Euro oder 20.000 Euro regelmäßig für dich ausgeben, sondern damit meine ich, genießt du dein Geld? Mein Geld genießen ist für mich zum Beispiel ein Stück Käse kaufen, wo ich davor stehe und sage, ja, das ist meins. Und es ist mir völlig egal, ob das 70 Cent, 7 oder 17 Euro kostet, weil das nicht fehlt. So. Kann ich mein Geld genießen, weil ich weiß, das ist es wert. Weil ich weiß, das lässt mich besonders fühlen, besonders dieses Leben lieben, diese Existenz lieben. Kannst du dein Geld genießen? Entschuldige, ich bin ein bisschen erkältet die letzte Woche. Das hat mich ganz gut erwischt. Mein Immunsystem kommt gerade aus der Unterdrückung nach Jahren zurück. Und da passieren ganz interessante Dinge in mir. Feminines Geld ist auch die Liebe zum Geld. Also meine nächste Frage für dich wäre, wie sehr liebst du Geld? Und was hast du für Charge darauf, Geld zu lieben? Macht es dich zu einem gierigen Menschen? Macht es dich zu einem neidischen Menschen? Zu was für einem Menschen macht es dich in deiner Überzeugung, wenn du in die Welt gehen würdest und sagen würdest, ich liebe Geld? Weil meistens fällt es uns dann eben auch leichter, dass das Geld zu uns sagen darf. Ich liebe dich, weil wir ja Frequenzen aussenden. Und auf die Frequenzen, die wir sind und die wir rausgeben, antwortet das Universum eben. Das heißt, du ziehst nicht das an, was du willst, sondern das, was du bist. Und deswegen geht es ja auch so oft darum, die Frequenz, die Vibration von Geld anzunehmen. Einfach weil dein Außen dann deinem Innern matcht. Ja. Die zweite Frage, wie sehr erlaubst du dir, Geld zu genießen? Die dritte Frage im femininen Geld ist, wie erlaubst du dir, Geld zu empfangen? Empfangen ist ein sehr großes Problem, gerade in uns Frauen. Das Gute auf der Welt empfangen zu können, ist ein großes Problem für die meisten Frauen, denn wir sind so sehr im Schmerz darüber, dass wir nicht das bekommen, was wir wollen, dass wir nicht das bekommen, was wir brauchen, was uns glücklich machen würde. Wir sind so damit beschäftigt, uns zu erzählen, dass es ausreicht, dass wir nicht mehr brauchen, dass das Leben okay ist, aus dem Schmerz raus nicht mehr groß träumen zu können, nicht mehr Großes zu erwarten. Viel zu erwarten. Erwarte mehr vom Leben. Erwarte mehr.
Ich liebe es als Verkörperungsübung, einfach die Arme breit, breit, breit auszubreiten, zu sagen, ich empfange alle Fülle dieser Welt. Ja, und das ist auch ein großes Thema mit Überfülle. Ein großes, großes Thema mit Überfülle. Denn so viele von uns sagen oder wir versuchen rauszufinden, was brauche ich? Ja, wenn jemand dich fragt, wie viel Geld möchtest du im Monat haben? Ich sage extra nicht verdienen. Wie viel Geld möchtest du im Monat haben? Dann fangen die Menschen an zu rechnen, wie viel sie brauchen. Warum? Es ist mehr als genug Geld auf der Welt vorhanden. Mehr als genug, ja? Oh ja. Das bedeutet, dass du dir so viel nehmen kannst, wie du möchtest, ohne dass es jemandem fehlt. Wo denkst du, dass das, was du dir nimmst, dass das, was du dir gönnst, jemandem schadet? Wem könnte es jemals schaden, wenn du gut für dich sorgst? Wir Frauen sind so groß mit Schuld und Scham bei den Dingen, die wir uns wünschen und die wir uns ersehnen. Sehnsucht ist so ein schönes Gefühl. Sehnsucht nach Geld finde ich so richtig für uns Frauen, weil es einfach dafür sorgt, dass wir aufhören, uns zu erzählen, wir würden uns etwas nicht wünschen, das uns aber so sehr beitragen würde. Natürlich würde es dir beitragen, keine Geldsorgen mehr zu haben. Natürlich würde es dir beitragen, genauso wie ich dir keine Sorgen darüber machen zu müssen, ob die Paprika 5 oder 50 Euro kostet, weil es nicht wichtig ist. Weil das Geld nicht fehlt. Weil mehr als genug da ist, weil mehr als genug immer nachkommt. Ja. Und das ist ein Mindset, das entwickelt man. Ich habe damals angefangen bei der Fülle, die mich umgibt, zu starten. Also ich habe wirklich angefangen wahrzunehmen, was ist denn alles im Überfluss da? Womit bin ich jeden Tag versorgt im Überfluss? Mit Sauerstoff. So was von mehr Sauerstoff, als ich brauche da. Ja. Eine Eiche käme nie auf die Idee, irgendwie 50 Eicheln zu produzieren und zu sagen, so, das reicht. Damit haben wir alle Eichhörnchen versorgt und auch noch ein paar Bäume in die Erde und ein paar Eicheln her. So. Die Eiche käme nicht drauf. Ich weiß ganz genau, sie können immer wieder Neues produzieren. Du kannst in dir immer noch mehr Fülle produzieren, wenn du das möchtest, wenn du das willst und wenn dein Trauma nicht dagegen anspricht. Und das sehe ich tatsächlich in den Menschen als größte Blockade. Das ist meistens das größte Problem. Die innere Nichterlaubnis dafür, die Dinge zu empfangen, die dir wirklich beitragen würden. Die dich wirklich glücklich machen würden. Und guess what? Geld möchte dich glücklich machen. Du brauchst keinen Grund. Du musst nicht begründen können, warum du diese Summe X oder diese Summe Y haben möchtest. Du musst nicht begründen können, dass du versorgt werden möchtest vom Leben, versorgt werden möchtest von ihm. Ja, sorgenfrei bist dadurch. Ja, können wir zurückkommen, dazu zu erkennen, dass so wie es momentan ist, es nicht mehr für uns funktioniert. Und dass wir es neu wählen. All dieses und so, 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 so viel mehr bekommst du in meinem Making Thousands Programm. Wenn du es jetzt gerade hörst, nämlich im März 2023, dann sind wir gerade kurz vor Start. Wir starten nämlich am 27. März in die Making Thousands. Es sind jetzt gerade, ich glaube, über 50% der Tickets schon weg. Die kosten gerade mal 111 Euro für 7 Tage Awesomeness. Dich erwartet, ich weiß nicht, ob du eine Idee davon hast, was dich erwartet, aber dich erwartet unglaublich viel. Wir beginnen mit dem Schatten des Geldes, also mit deinen Blockaden, mit deinen Mutter, mit deinen Vaterwunden, dass du sie verstehst und entkräften kannst, dass du deine Geldrealität neu wählst, dass du Geldfrequenz und Geldvibration erkennen, verstehen und nutzen kannst für dich. Wo blockiert es dich? Was tut dir Geld an? Ja, wie erschaffst du Geld? Was tust du Geld an? Wofür erlaubst du dir Geld zu empfangen und zu nutzen und wofür nicht? Also, was ist deine Geldmentalität? Wie gehst du mit Geld um? In welchem Extrem befindest du dich in der Geldpolarität? Und das Gegengift dagegen, denn ich habe mittlerweile alles gesehen. Es gibt für alles ein Gegengift, eine Lösung. Wir werden am Dienstag und am Mittwoch ins maskuline und ins feminine Geld gehen und im maskulinen Geld, und dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge geben, geht es nicht wie beim femininen Geld um Geldgenuss
um die Liebe zum Geld, um zum Geldmagneten zu werden, die Hingabe an das, was da ist, sondern im maskulinen Geld geht es darüber, einen Überblick zu implementieren über das, was da ist. Also einen klaren Blick darauf zu legen, schonungslos hinzusehen, die ganze Vermeidung hinter dir zu lassen, deinen Kontostand zu deinem Freund zu machen, Bejahung des momentanen Zustands und vor allem ein Energy and Emotion Release, weil du das brauchst, um deine neue Realität einladen zu können. Wir setzen hier Pläne und Intentionen, klare Ausrichtung für deine Zukunft. Und wir gehen erste aktive Schritte, um sinnvoll Geld zu verwalten und Geld zu halten. Das ist maskulines Geld. Am Donnerstag werden wir ein Q&A haben. Das ist ein Mentoring-Call mit mir. Das wir machen ein Hotseat-Coaching. Also du bringst mir dein Problem, ich bringe dir die Lösung. Das ist quick and easy and dirty. Und ja, es wird geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Und am Freitag, dem 31. März, gebe ich dir Beispiele für passive und aktive Einnahmequellen, aus denen du für dich auswählen kannst. Also hier geht es erstmal um eine aktive Nebeneinkunft, sowas wie Network Marketing, Produktpalettenaufbau, authentisches, ethisches Marketing, Storytelling und so weiter. Ja, wie du aktiv ein Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und am Samstag, und das wird ein leckerer, leckerer, leckerer Call, um 20 Uhr, sprechen wir über Geldanlage, über passives Nebeneinkommen. Wo und wie macht es in Zeiten der Inflation Sinn, sein Geld anzulegen und warum? Also wir covern Sinn und Unsinn von Möglichkeiten von Edelmetallen, ETFs, also Exchange-Traded Funds, Aktien, Krypto. Ich gebe dir eine Step-by-Step-Anleitung des Investierens in Krypto, meiner Meinung nach der absolute Markt der Zukunft. Wir haben hier auch Gäste im Call, die mit mir das Thema abdecken. Wir schauen uns die Situation auf der Welt an. Wir wagen ein paar Prognosen ohne Garantie, aber es ist heiß auf der Welt und es sind nicht nur 8% Inflation im Moment. Und am Sonntag, halt dich fest, haben wir gleich zwei Millionärinnen da, eine Multimillionärin und eine Selfmade-Millionärin und wir werden sie ausquetschen mit Fragen, wie sie diese Masse an Geld verwalten. Hier haben wir Chiara Di Giusto eingeladen, das ist eine meiner langjährigen Mentorinnen. Wir fragen sie, wie sie investiert, wie sie Entscheidungen trifft, wie ihr Mindset aussieht. Ja, wie ein Leben in Multimillionen ist, einfach mal, um dich nach oben zu weiten. Genau. Das ist der Plan für unsere Making Thousands Woche und ich merke, dass ihr es einfach überhaupt nicht erwarten könnt und genauso kann ich es nicht erwarten. Ich freue mich auf dich. Du klickst einfach auf den Link in den Shownotes, holst dir ein Ticket und kommst dann in unsere Facebook-Gruppe. Und wenn du das nach dem 2. April hörst und wir schon durch sind mit der Woche, dann findest du das Ganze im Shop. Allerdings wird es dann teurer sein. Nämlich nicht mehr 111 Euro, sondern 222 Euro. Weil es nämlich für diese Masse an Wissen, Masse an Input sowas von angebracht ist. Oh, so viel mehr. So viel mehr an Investment reinzugeben. Genau. So, meine Liebe, mein Lieber. Ich verlasse dich für heute. Quick and dirty feminine. Morgen quick and dirty masculine. Ich wünsche dir den besten Abend, den besten Morgen, den besten Tag des Lebens. Bis ganz bald. Deine Svenja. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenjastrohmeier.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin, eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwärts- und Heilwärts-Coaching-Akademie und auch das Herzwärts- und Heilwärts-Wirken-Unternehmer-Netzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwärts und Heilwärts auf Facebook
Oder folge mir auf Instagram herzwärts_und_heilwärts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.